MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung, dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. So, hallo Leute und herzlich willkommen bei einer Pro Evolution Soccer 2017 Prognose, nämlich dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft beim Confed Cup 2017 in Russland. Wir laufen ja auf in Sochi, jedenfalls tun wir so, als wäre es Sochi mit der deutschen Nationalmannschaft. Diese habe ich überarbeitet, sodass sie dem wirklichen Confed Cup Kader entspricht, so glaube ich jedenfalls. Australien, da habe ich nur kurz drüber geguckt, das sah halbwegs gut aus und ja, ist jetzt auch nur Nebensache. Ja, wie gesagt, in Sochi, das soll, glaube ich, Sandro Wagner hier sein, die 13, oder? Draxler, boah, keine Ahnung, Younis vielleicht, Leroy Sané, die 18 kann ich nichts anfangen, Emre Can, Mustafi ist die 2, glaube ich, und die 17 kriege ich auch nicht hin. Und Leno soll das im Tor sein. Wer ist denn die 17? Süle? Süle könnte sein, ne? Hector ist, glaube ich, da vorne noch. Und Henrichs, glaube ich, ne? Oh Gott. Also, ja. Das Spiel findet am 19. Die australische Nationalmannschaft, Entschuldigung. Selbstverständlich. Da erkenne ich wahrscheinlich gar keinen. Außer sie haben Mitch Langerak im Tor. Dann hätten wir noch schon... Oh, der Augen, der eine da. Ey, die schielen alle so ein bisschen hier, die Jungs, ne? Oder? Nicht so gut umgesetzt. Was wollte ich sagen? Achso, ja, am 19. live im ZDF wird in Sochi gespielt. Ich gucke gerade auf meine Aufnahme, die sah komisch aus. 17 Uhr, ja, da war Mustafi. Das kriege ich noch hin, Emre Can. Nun gut, ich habe auch keine Ahnung, Matty Ryan, das ist der Torhüter, Sainsbury, Robbie Cruz, glaube ich, müsste das da sein. Wir spielen halt mit Leno, Süle, Mustafi, Henrichs, Hector, Can, Rudi. Achso, Rudi habe ich noch gar nicht, den hatte ich gar nicht zuordnen können. So, wir spielen in einem 4-3-3-System oder ein 4-1-2-1. Ja, defensiv sollte es sich anders verhalten. Nein, ernsthaft, ich habe an den Taktiken nichts gemacht. Keine Ahnung, was da jetzt gleich auf uns zukommt. Ich kann eigentlich nur meine Taktik spielen. Die geht viel beim Flügel. Diese hier, ja, wir schauen mal einfach. Es gibt Einwurf für die deutsche Mannschaft, die hier natürlich eigentlich Favorit ist, aber ja. Auf dem Papier ist das sicherlich der Fall, aber sind wir doch mal ehrlich, die Australier können auch schon ein bisschen was. Also es ist nicht so, als wäre das hier komplettes Fallobst. Und mit mir am Controller relativiert sich das auch alles und die deutsche Mannschaft natürlich auch eher so, ja, semi-gut der Kader. Ja, jetzt wäre es schön, wenn der Kollege da zur Hilfe gekommen wäre. Stattdessen ist er dann aber irgendwie weggelaufen. Ich weiß nicht, was er da vorhatte. Also hier die 17, Süle müsste das sein. Steht da und dann läuft er weg. Ja, ganz komisches Verhalten. Geht er drauf, hat er den Ball. Also, nun gut. So, Zonenverteidigung gegen diese scharf reingebrachte Ecke. Das gibt dann kein Foul. Verwundert mich ein bisschen. Und jetzt die Möglichkeit zum Konter hier über Sandro Wagner. Ja, da wusste ich nicht so genau, was ich machen soll, denn es war keiner mitgelaufen. So, Wagner mit Pressing. Ah, voll nach unten gezogen. Aber hat nicht gereicht. So, wieder kein Ball gewinnen. Und jetzt, Cahill kennt man auch. Das war schlampig gespielt. Oh. So. Also die Aufstellung der Deutschen gefällt mir überhaupt nicht. Also überhaupt nicht ist sogar noch... guck mal, da rückt auch keiner nach, ne?
Das ist wirklich sehr krass. Jetzt kommt der Hendricks da von Leverkusen mal über den Flügel. Und ist aber auch irgendwie zu langsam. So, was haben wir jetzt? Da geht einer steil, aber der Pass geht nicht durch. Sandro Wagner mit dem Fehlpass. Hatte die Wahl zwischen Werner und Wagner im Sturm. Und da ich ja eigentlich... Na, da geht er in dem Moment den richtigen Weg. Da ich ja eigentlich eher auf Flanken stehe bei PES, dachte ich mir... Ach, ein schlampiger Pass wieder mal. Ein Versuch des Pressings. Schön. Ja, und dann geht der Ball aber leider. Ja. Und ich kriege Sané nicht angetriggert. Habe ich jetzt 10-mal versucht, ihn anzuwählen. So, auf Wagner in die Sturmspitze. So könnte es tatsächlich dann auch manchmal aussehen. Und dann bin ich zu hektisch. Suche den direkten Weg nach vorne. So, Sané. Spielt da Draxler an. Draxler mit dem Weberversuch. Das hätte hier eigentlich mehr als nur, diese Mini-Chance werden müssen. Rudi. Ah, der ist eher defensiv zu Hause. Und dann kriegt Sandro Wagner die zweite Chance auf den Schlappen. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. War ich ein wenig von überrascht, dass die Australier sich da gegenseitig irgendwie im Weg stehen. Und Wagner kriegt den auf den Schlappen und versenkt eiskalt. Ja, die Qualitäten von Sandro Wagner. Hier blitzen sie wieder mal auf. Wir schauen uns das nochmal an. Das war eigentlich gar nicht gut gespielt. Hier der Passversuch, ja, der wäre hübsch gekommen. Und dann kriegt er den irgendwie tatsächlich nochmal zurück. Und netzt direkt ein. Ja, weiß er gar nicht, wie ihm geschieht. 1-0 für die deutsche Mannschaft. Riesenfreude bei Sandro Wagner. 23 Minuten hier in der ersten Halbzeit in Sochi waren zu dem Zeitpunkt gespielt. Ja, knappe, aber ich denke vertretbare und richtige Abseitsentscheidung hier vom Linienrichter. Ja, riecht er sich ein bisschen auf. Der Australier, aber ich denke, das war wirklich vertretbar. So, Jonas Hector auf Mustafi. Sebastian Rudi. Ich hoffe, ich kriege die Namen alle hin. Ja, hier bringt uns Wagner nicht wirklich was. Auch wenn er da versucht, den Ball scharf zu machen. So, Hendricks oben, ja. Und direkt durch auf Leroy Sané. Und der kann was. Achtung, der kann was. Kopfball, Sandro Wagner am Tor vorbei. Heieiei. Aber Sané da mit dem wunderbaren, das sehen wir uns nochmal an hier in der Zeitlupe, mit dem super, guckt er nach innen und dann der richtige Stopp am Gegner schon fast vorbei. Die Flanke kommt auf den Kopf von Sandro Wagner. Der versucht da den Ball aufs lange Eck zu ziehen. Hat da aber ein wenig Pech beim Abschluss. Diesmal. Kann sich aber nicht beschweren, denn ja, beim 1-0 hatte er dagegen ein wenig Glück. Ja, jetzt spielen sie es gut. Fahne ist oben. Ich weiß nicht, was der Linienrichter da gesehen hat. Ja, den habe ich eigentlich nach oben gespielt. Manchmal ist PES sehr eigen in den Bewertungen, wo man denn hingepasst hat. Langer Ball versucht auf Wagner. Der kommt da aber nicht dran, weil der Verteidiger könnte Cahill gewesen sein. Dann doch sehr gut aufgepasst hat. So. Aber jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Die Tormaschine, Sandro Wagner. Unglaublich. Jetzt mit rechts. Jetzt mit rechts ins lange Eck. Und da lässt er sich zurecht feiern. 2 Tore heute von Sandro. The Machine. Wagner. Unglaublich. Unglaublich. Nein, ich bin kein Sandro Wagner Fan. Aber spielt sich ganz fluffy hier gerade. Ja, hier zeigt er, will den Ball schon haben. Hier im zweiten Versuch bekommt er ihn dann. Und dann einen Schritt kurz nach rechts gezogen. Und dann schießt er übers Bein vom Verteidiger. Zack, unhaltbar ins lange Eck. Achtung, jetzt sehen wir es nochmal. Bumm, einmal rechts vorbeigelegt. Und dann, naja,
Ganz ehrlich, da wo der Ball einschlägt, so unhaltbar sah der jetzt auf Anhieb nicht aus. Jedenfalls, ja, sehe ich das so. Also, Deutschland mit 2-0 vorne, Deutschland im Soll, gibt uns natürlich die Möglichkeit, hier ein bisschen zu quatschen. Ihr könnt natürlich über die Kommentare gerne antworten. Wo seht ihr, wo seht ihr am Ende die deutsche Mannschaft hier bei diesem Turnier? Über die Sinnhaftigkeit des Turniers wollen wir jetzt gar nicht groß reden. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Oh, da nicht. Der sollte hier auf Draxler gehen. Also, wo seht ihr beim Confed Cup die deutsche Mannschaft? Viele sagen ja, hier mit der Truppe kann das nicht so viel werden. Ich sehe da schon Potenzial. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier die werden hier den Confed Cup gewinnen. Aber unmöglich ist es auch nicht. Ja, Chile sehe ich als sehr stark. Portugal ist natürlich auch als Europameister jetzt auch kein Geheimnis mehr. Oha. Oha, sie werden noch nicht. Nein, diesmal passen die Australier da gut auf. Weil die deutsche Mannschaft jetzt forscher, frecher, wilder, agiler und aktiver. Und im Pech. Hier. Hendricks hat hier Probleme, den Ball abzuluxen. Und dann spielt er da so einen haarsträubenden Fehlpass. Es wird, denke ich mal, bei Deutschland sehr interessant sein, wie sie in das Turnier starten. Ne, ist ja... Oft redet man von, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ich sehe das ja durchaus auch so. Oha. Leroy Sané 3-0. Das war einfach. War aber gut, auch gut gespielt. Ich habe mich jetzt mit der Taktik halbwegs angefreundet. Man braucht einen Moment, um zu sehen, wie die Laufwege sind, was da die Idee ist. Sané ist jetzt gut in die Mitte gezogen. Ich werde jetzt was trinken. Und ihr, da oben ist er noch. Und jetzt sieht er, okay, der Raum ist da. Hat er stark gemacht. Und der Abschluss dann nur noch Formsache für den jungen Mann, der im Dienste von Manchester City momentan sein Geld verdient. Lässt er sich feiern, ja. Also, schreibt in die Kommentare, wo seht die deutsche Mannschaft, beziehungsweise... Was ist für euch, welches Team ist für euch das Team, was den Confed Cup gut aufräumen könnte? Würde mich interessieren. Also, Australien, wir sehen es ja auch schwarz auf weiß nochmal bei den Statistiken. Relativ chancenlos hier gegen diese talentierte junge deutsche Mannschaft. Ja, da wollte ich mal versuchen, ob ich da vorbeispielen kann. Auch hier die sind verunsichert. Die sind, haben vielleicht auch schon stückweise aufgegeben. Jetzt haben wir jetzt, Überzahlspiel auf dem Flügel. Sané und wieder greift der Keeper daneben. Das ist ja unglaublich. Ja, Verteidigung hier mit Süle und Mustafi. Vielleicht sogar noch, der stärkste Mannschaftsteil in diesem deutschen Kader. Ginter habe ich jetzt mal auf der Bank gelassen. Ja, mit Leno und Trapp und was haben wir da noch? Leno, Trapp und wer ist denn noch mitgenommen worden? Müsste ich jetzt gucken. Kriege ich jetzt gar nicht hin. Egal. Irgendjemand halt. Fällt mir gleich bestimmt noch ein. Also, mit den Jungs hat man natürlich auch absolut kein Problem im Tor. Oh, da ist das Tor. Da ist das Tor, aber über richtig viele Umwege hier, ja. Das lassen sich ja Lecky, der Torschütze übrigens, lassen sich ganz groß nochmal anzeigen hier, das Ergebnis. Australien verkürzt auf 1-3. Kurze Ecke, da war der Ball das erste Mal weg. Hier ist das Ball eigentlich... Hier ist der Ball das zweite Mal weg. Bei diesem Seilfallzieher schön und gut, aber der ist ja eigentlich auch abgeblockt. Und dann tickt er in den Fuß vom freistehenden Lecky. Also der Ball war eigentlich 3 bis 4 Mal eigentlich weg. Und über viele Umwege. Nun gut. Kriegen die Australier hier ein Törchen. Ja.
hin. Geschenkt ist dann auch wieder zu viel. Das ist stark gespielt. Oh. Und dann ist da Kontakt. Also, der Ball spielte da keine Rolle. Es war lediglich das Ziel, Julian Draxler aus der Balance zu bekommen. Und das ist da tatsächlich gelungen. Jetzt die Australier nochmal richtig frech. Auch hier bleiben sie im Ballbesitz, obwohl keiner weiß, wieso. Ah! Der soll natürlich hier wieder auf Draxler, denke ich mal, gehen. Ja, Ball gespielt. Zumindest am Anfang war da mal Ball bei. So, die deutsche Mannschaft jetzt mal hier mit der Beruhigung des Spiels. Sané wird jetzt hier doppelt und dreifach gedeckt. Und trotzdem kommen die Deutschen hier fast zu einer guten Chance. Younes wollte dann den Ball nach innen bringen oder hat den Ball nach innen gebracht. Aber da war noch ein Fuß dazwischen. Und das alleine war der Grund, wieso diese Chance vereitelt wurde. Younes ja mit Ajax Amsterdam in der Euroleague gewesen. Achtung, Sandro Wagner ist nämlich da schon wieder unterwegs. So, Spielverlagerung auf den linken Flügel über Hector. Der kriegt jetzt auch den Ball zurück. Ah, schade, der Versuch, die Pille nach innen zu bringen. Und guck mal, da bleiben sie auch wieder im Ballbesitz. Also, PES meint es jetzt gerade richtig gut hier für Australien. Starke Grätsche. Na. Auch Wagner wird jetzt ein bisschen enger gedeckt. Ist ja auch klar. The Machine. Der kommt allerdings durch. Und dann dieses Pässchen auf Julian Draxler. Der hat heute noch nicht. Der hat heute noch nicht. Hat aber auch schon die ein oder andere Chance. Würde aber bestimmt auch gerne. Boah, Fußspitze dazwischen. Bei diesem Schussversuch. So, jetzt werden wir mal kurz wechseln. Wir haben noch Goretzka auf der Bank. Ich denke, das ist immer eine gute Idee, Leon Goretzka von Gelsenkirchen zu bringen für das zentrale Mittelfeld. Ja, Plattenhardt können wir auch bringen hier. Plattenhardt für Hector. Habe ich gar nicht drauf geachtet hier. Die Pfeile zeigen ja bei Hector stark nach unten. Ter Stegen ist natürlich... Entschuldigung. Ich hatte Ter Stegen im Kopf, wollte es aber nicht sagen, weil ich dachte, nee, Ter Stegen, der wird doch da nicht mitreisen. Doch, doch. Eigentlich will ich jetzt schon gar nicht mehr wechseln. Können in ein paar Minuten können wir nochmal... Oder hier, pass auf. Pass auf. Julian Brandt für Younes. Der ist ein bisschen untergetaucht. Man muss aber auch sagen, dass Sané auf der rechten Seite ein sehr gutes Spiel gespielt hat. Und jetzt also Julian Brandt für den nicht enttäuschenden, aber blass gebliebenen Younes. Und so kann man mal reinkommen, oder? So kann man sich mal einwechseln lassen. Da kommt die schöne Flanke auf den zweiten Pfosten da angeschossen. Und war es auf dem zweiten Pfosten? War auf jeden Fall ein bisschen länger. Flanke von der Grundlinie. Schauen wir uns nochmal an. Hier wieder Sané, der Vorbereiter ist. Ja, nicht auf dem zweiten Pfosten, auf dem Elferpunkt. Und dann ist es tatsächlich Brandt, der vom Elferpunkt... Ist jetzt nicht unbedingt ein Kopfvollmonster, aber vom Elferpunkt da easy einnickt. Schön. Dortmund stellt... Dortmund. Schön. Deutschland stellt den alten 3-Tore-Vorsprung also wieder her. Naja, da sind wir dazwischen, Junge. Und Achtung. Er wird doch nicht. Er wird doch nicht. Nein. Wird er nicht. Ah, da kannst du aber mit dem Fuß auch mal zwischengehen. Na, also bitte. So, was machen wir jetzt? Emre Can. Da bleibt der stehen.
ist der Spieler, den ich eigentlich mitnehmen wollte, im zentralen Mittelfeld bleibt auf einmal stehen. Rudi müsste das dann sein. Ja gut, er hat ja auch mehr Defensivaufgaben. Rogic geht runter und Orr kommt rein. Oder Orr oder ich. Ach, es gibt Abstoß. Das ist auch eine äußerst interessante Sichtweise. Und das ist Sandro Wagner. Ja, danke. Bedankt sich hier für dieses Geschenk und pölt dann den Ball nochmal rein. Ja, natürlich. Ja, da darf er natürlich hier auch weder kurz spielen, noch darf der Verteidiger da den Ball annehmen und sich Richtung, ja, offenes Feld drehen. Selbst schuld. So, und ich glaube, mit 3 Toren, da kann man dann auch mal sagen, Sandro Wagner, du hast heute deinen Job erfüllt. Du Teufelskerl. Und jetzt gehst du runter, oder? Jetzt können wir noch Stindl für den... Oh, hallo? Stindl für Draxler bringen. Ach, ich habe schon... Ich hatte schon 2-mal gewechselt, oder? Ja. Ja, ja, deshalb. Okay. Dann sehe ich es natürlich ein, dass er mir den 4. Wechsel nicht gönnt. Also, 79. Minute. Der 3-Tore-Stürmer verlässt das Feld. Und macht Platz für andere Leute. Ah! Da wurde er aufgehalten. Der Sebastian Rudi. Und hier, guck mal, der unermüdliche Leroy Sané. Ah, die deutsche Mannschaft muss jetzt hier nicht mehr. Muss jetzt hier nicht mehr. Warum dann auf einmal, weißt du, die ganze Zeit sprinten sie nicht nach vorne. Und in dem Moment, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst, rasten sie aus und gehen hier volles Rohr mit nach vorne. Brand läuft. Er ist ein guter Techniker. Muss aber jetzt irgendwann mal hier auch mal den Ball abspielen. Das war zu spät von Werner. Weiß auch selber. Ah. Wieder hängen geblieben. Australier jetzt natürlich gut zurückgerückt. Müssen jetzt hier auch nicht noch ein Tor fangen. Da kommt aber... Ne, die Flanke ist diesmal zu scharf. Die hätte auf... ja, wieder auf den Elferpunkt kommen können. Das wäre besser gewesen. So, Cahill geht und Giannou kommt rein. Müsste dann auch der letzte Wechsel der Australier gewesen sein. Haben sich hier mittelprächtig verkauft. Das haben wir schon besser gesehen von Australien bei dem einen oder anderen Turnier. Ich erinnere mich da beinahe an eine Weltmeisterschaft, wo sie, ich weiß gar nicht, wo es war. War nicht Brasilien. Da haben sie sich sehr gut präsentiert. Ne. Ah, jetzt steht die Verteidigung halbwegs. Das hätte mal früher der Fall sein sollen. Und dann ist das Spiel auch zu Ende. Also, die deutsche Mannschaft mit einem grandios guten Auftakt-Sieg. Australien da ja, mit dem Tor, wo keiner weiß, wie ist das denn jetzt genau gefallen. Ansonsten war da nicht so viel Offensivkraft von Australien zu sehen, aber gut, ja, es ist auch in Anführungszeichen dann am Ende nur Australien. 5-1 habe ich selten gewonnen bei Pro Evolution Soccer. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die Statistiken der beiden Mannschaften an. Ich bezweifle, dass es in Wirklichkeit auch 5-1 ausgeht, tippe aber dann doch schon auf einen deutschen Sieg mit 2 Tore Unterschied. Also das sollten selbst die deutschen Jungs in der Konstellation, wie sie da auflaufen, hinbekommen. So sehe ich das. Ja, 22 abgefangene Pässe. Also, da sieht man ja 8 Attacken nur. Ja, die Australier waren schon eher auf Defensive eingestellt. Und ja, wenn da nicht ein Sandro Wagner rumgelaufen wäre. Oh, guck mal hier. Werner nur eine 5. Das war nicht gut für die paar Minuten, die er gespielt hat. Also, ein Sandro Wagner macht nun mal im wahren Leben den Unterschied. So, und mit diesem Satz, liebe Leute, damit könnt ihr jetzt anfangen, was ihr wollt. Euch amüsieren, so wie ich, oder sagen, ist so. Ja,
über Sandro Wagner könnt ihr vielleicht auch in die Kommentare noch mal ein bisschen was schreiben. Also man kann ja viel über den Typen sagen, aber langweilig ist er nicht. Also, danke fürs Zuschauen und je nachdem, wie das Video ankommt, ihr kennt das, ich mache das gerne so und auch noch immer so, wird es dann auch noch das eine oder andere Confed Cup Prognosespiel der deutschen Mannschaft hier auf diesem Kanal geben. Und ansonsten zieht euch das Turnier rein und es gibt ja noch den Fußball Talk und es gibt natürlich noch den Football Manager Stream. An jedem oder in jedem Video oder in jedem Stream habt ihr natürlich auch nochmal die Möglichkeit, hier Bezug auf diese Folge zu nehmen und Sachen zu fragen oder nochmal was anzusprechen. Also in dem Sinne, macht's gut, bleibt am Ball, ciao. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordy LP.